erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute einmal mehr in eigener Sache und ein Blog, der uns wirklich wichtig ist. Wir haben vorangegangene Woche haben wir unsere Futteraktion, die ja jetzt diese Woche gestartet ist, angekündigt und haben gleichzeitig angekündigt, dass es eine Neuerung geben wird, was das Thema Mainichi angeht. Und um es vorwegzunehmen, Mainichi ist weg, ist vom Markt genommen, ist tot. Wir haben es ausverkauft. Ein bisschen Zink haben wir noch. Ich glaube, 1,5 Kilo Pakete, die werden jetzt auch zügig wegverkauft. Und wir haben uns irgendwann, nachdem wir hier unsere Testanlage aufgebaut haben, und jetzt mittlerweile, die Testanlage ist zwar erst ein halbes Jahr alt, aber wir haben letzten Winter viele Tests in unserer alten Anlage gemacht, wo wir halt händisch gemessen haben. Und nach einem Dreivierteljahr Tests war klar, Mainichi ist nicht die Performance, die wir uns von unserem Futter versprechen, wo wir ihn auch als Premium-Produkt liefern möchten, sondern das ist ein Standardfutter, wo es sicherlich viele andere Produkte dieser Art gibt, aber nichts, wo wir sagen, das hat in einem Koi-Teich was verloren, weil man tut weder dem Koi was Gutes, noch etwas wirklich Gutes, noch dass man das System damit entlastet. Ganz im Gegenteil, das System wird belastet. Ich will Sie jetzt nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten langweilen und da große Charts und alles zeigen. Könnte ich, wir haben also Ammonium, wir haben Nitritwerte ermittelt, wir haben Phosphatwerte ermittelt, Sauerstoffwerte, wir haben ermittelt, wie schnell fällt bei welchem Futter, fällt der pH-Wert des Wassers durch die Zehrung von Carbonaten. Wir haben einfach irgendwann mal angefangen und haben gesagt, wir wollen ganz einfach einen Versuch. Wir haben hier eine 5000 Liter Anlage, drei Bodenabläufe, ein Skimmer. Wir haben keine Algen im Becken, also keine Fremdschwebstoffe, außer dem, was über den Kot anfällt. Und wir haben hier einen Papierfilter, einen Evo 3 500 von Genesis. Und dann habe ich zu Marc gesagt, pass auf, wir machen das ganz einfach. Wir füttern über einen gewissen Zeitraum eine definierte Menge einer Gruppe an Koi, die alle gechippt waren oder gechippt wurden und gucken einfach, wie viel Kot fällt dabei an. Das heißt, wir haben eine frische Papierrolle am Tag 0 aufgezogen und nach so und so vielen Tagen haben wir geguckt und nach so und so viel Futter haben wir die Papierrolle immer morgens zur gleichen Zeit abgeschnitten und haben sie gewogen, haben angeschaut, wie viel Schmutz liegt noch auf so einem Abstreifblech, was in dem Filter ist, haben das addiert und haben dann im Prinzip die Fische an das nächste Futter gewöhnt. Ganz wichtig bei so Futterversuchen, sie können nicht tak, 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 sondern ein Fisch muss sich erstmal an das Futter gewöhnen. Ansonsten haben sie das Problem, dass sie vielleicht nachher nur den Effekt der Futterumstellung messen. Und so sind wir durch alle unsere Futtersorten durchgegangen, alle Schwimmfuttersorten. Die Sinkfutter konnten wir noch nicht testen, aber die sind ja immer sehr ähnlich der Rezeptur des schwimmenden Typs, so wie es Number One Sink und Schwimm gibt. Und so sind wir durch alle durchgegangen. Und der König, muss ich wirklich sagen, und ich habe mich lange mit Alex Hoffmann von Hokowit, dem Hersteller, unterhalten. Er sagt, es ist Wahnsinn, wie da unsere Qualitäten sich eins zu eins in den Versuchen wiedergespiegelt haben. Unser König war das Number One. Number One hat nach einer gewissen Zeit, einer gewissen Futtermenge, eine Rolle von 7,02 Kilogramm erzeugt. Das Wasser war immer perfekt. Wir hatten hervorragende Ammonium-Nitritwerte. Wir hatten sehr, 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 sehr geringe Phosphatwerte. Also über alles war es einfach sensationell. So, dann kam irgendwann mal Mainichi dran und als wir Mainichi dann fertig hatten, also gleiche Futtermenge, gleiche Zeitdauer, wie der Versuch gelaufen ist und als wir dann durch waren, hatten wir eine Rolle von 10,74 Kilogramm. Also das sind knapp 40% mehr wie beim Number One. Das heißt, das können Sie sich jetzt ausrechnen, dass da natürlich viel Feuchtigkeit gewogen ist, dass dann natürlich das Papiergewicht dazukommt. Alles überhaupt keine Frage, aber Sie können sich vorstellen, da ist auch gehörig mehr Schmutz drin. Und ich sage Ihnen, das war jetzt nicht die ganz riesen Menge, die wir hier gefüttert haben. Und dann haben wir schlicht und ergreifend gesagt, nee, das wollen wir nicht, dass Sie diese Verunreinigung in Ihrem Teich haben. Weil wir haben es Ihnen ja schon oft gesagt, auch wenn wir immer wieder von den klaren Teichen sprechen, wir haben so viele Parameter, die wir im Teich, am Filter, an der Strömung, Pumpenleistung beachten müssen. Aber seit diesen Versuchen wissen wir auch, einer der ganz, ganz, ganz massiven Faktoren ist einfach, was für ein Futter fütter ich, wie gut wird das Futter von den Koi verwertet. So, und da war Mainichi so schlecht, aber nicht nur hier, sondern auch in allen anderen, bei allen anderen Werten, bei allen anderen Parametern, dass wir einfach gesagt haben, Mainichi ist nicht das, was wir wollen. Wir hatten dann aber auf die Schnelle auch keine Idee, wie wir es Mainichi pimpen können, außer dass wir sagen, wir hauen da jetzt Mikronährstoffe rein. Dann hätten wir aber den Preis nicht mehr halten können. Dann habe ich mich lange mit Alex Hoffmann unterhalten und Alex hat gesagt, Sie haben gerade ein Futter
für den überwiegend Schweizer Markt herausgebracht, weil sie auch immer wieder Anfragen haben aus der Schweiz. Leute, die jetzt kein eigenes Koi-Futter machen wollen, sagt er, ein Standardfutter, sie haben es ein bisschen mit Mikronährstoffen gepimpt, sie wollen da jetzt nicht die ganz große Auflage mit 5 Kilo Tüten, mit 1,5 Kilo Tüten, sondern einfach ein geiles Futter, wo er gesagt hat, es muss zum vernünftigen Preis zu verkaufen sein, es muss performen, es wird nicht an Number One ranreichen, war seine Einschätzung. Und warum wir jetzt nicht mal zumindest, ich sage mal vorübergehend, wobei ich nicht ausschließe, dass wir das immer führen werden, jetzt anstatt Standardfutter aus der Konishi-Linie auf sein Futter zurückgreifen. Und dann habe ich gesagt, schick mir was. Dann hat er mir 500 Kilo geschickt und wir haben es in der ganzen Anlage getestet und wir haben es dann schlussendlich auch auf der Testanlage geschickt. Und ich muss wirklich sagen, das ist auch ein wirklich Weltklasse-Futter. Es hat eine Rolle von 7,79 Kilogramm erzeugt. Und ich weiß, einer, der uns viele Zuschauerfragen schickt und auch erst letzt eine geschrieben hat, er war der, wo gefragt hat, warum nicht alle Koi-Scheiße denn schwimmt. Wäre doch viel einfacher, die abzuskimmen. Dem habe ich mal, weil wir kein anderes Futter mehr da hatten, habe ich ihm 2 Sack mitgegeben für seinen Kumpel. Und sein Kumpel ist jetzt ganz heiß drauf, mehr zu bekommen, weil er gesagt hat, sein Wasser ist um so viel schöner geworden. Einfach geil. Und kann ja auch schlussendlich gar nicht anders sein, wenn wir hier einen Unterschied von 4 Kilo haben bei so einer Rolle. Und wie gesagt, wir haben nicht 3 Kilo, kriege ich gerade einsiffliert, wir haben 3 Kilo Unterschied. Und wir haben nicht die brutal Riesenmenge gefüttert. Also der Versuch ging jetzt nicht ein Vierteljahr oder so. Also ich kann Ihnen versprechen, das ist wirklich mächtig. Und nicht nur vom Code alleine ist es sehr gut in der Performance. Wenn wir zum Beispiel über die Futterverwertung sprechen, in der Aquakultur der Futterquotient, das ist das, wenn man sagt, okay, man füttert so und so viel und wie viel von diesem Kilo von dem Kilogewicht der Fütterung wird am Schluss Fischgewicht. Ja? Einfach die Futterverwertung. Da sind wir hier auf absolut Platz 1. Ich will da jetzt keine Werte nennen, weil wir, um die tatsächliche Futterverwertung zu ermitteln, müssen wir noch über andere Bereiche gehen. Aber in dem Bereich, wo wir gemessen haben, wenn wir das auf 100% setzen, sind wir beim Nihon bei ca. 85%, also 15% schlechter. Und beim Mainichi, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, sind wir gerade mal unter den Bedingungen, wo wir getestet haben, auf 60% dessen gekommen, was Number One schafft. Und jetzt können Sie mit einer ganz einfachen Rechnung, würden Sie schon feststellen, wenn Sie seither Number One gefüttert hätten und dafür nur 2/3 dessen wie Mainichi, wären Sie preislich ungefähr gleich gewesen, hätten aber Ihre Anlage, Ihre Fische, alles sehr viel weniger belastet. Also, für die es interessiert hat, die haben sicherlich bis hierher die ganze Geschichte mit angeschaut. Nihon ist für uns das neue Mainichi, ein wirklich High-Performance-Futter. Jetzt im Angebot 10 Kilo, 59 Euro. Normalerweise Grundpreis 79 Euro, gibt es nur im 10-Kilo-Sack und wird es auch weiter erstmal nur im 10-Kilo-Sack geben. Und ich kann es nur allen empfehlen, die ein gutes, aber in Anführungszeichen gleichzeitig auch günstiges Futter füttern wollen. Die Performance nicht am Number One, aber um Welten besser als das von Mainichi. Und ich kann Ihnen jetzt nochmal, oder ich kann Sie nochmal über die Rollen drüber schauen lassen und dann sehen Sie es nochmal deutlicher. Wenn man jetzt mal schaut, das ist die Rolle Number One, das ist die Rolle Mainichi. Wenn man das jetzt mal direkt nebeneinander stellt, dann sehen Sie den Unterschied, der ist gewaltig. Bei genau gleichen Bedingungen, gleiche Fische, gleiche Futtermenge. Und der dritte im Bunde ist dann Nihon. Ein klein wenig, das ist jetzt oben ein bisschen doof, das sieht kacke aus, aber ein klein bisschen dünner als das Number One und deutlich dünner als Mainichi. Also, hier Nihon, der neue Stern am Standardfutter-Koi-Himmel. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Probieren Sie es aus. Lassen Sie sich selbst überzeugen. Und denken Sie immer, eine Futterumstellung kann bis zu 2 Wochen dauern, bis es die Tiere dann tatsächlich annehmen, fressen und bis die Verdauung dann auch so läuft, wie ich Ihnen das gerade versprochen habe. Dankeschön. Ciao.